Hallo und was geht, meine Freunde? Willkommen zurück zum legendären Waffenguide. Heute mit dem meiner Meinung nach besten Schild im Spiel, The Bee. Hat eine recht niedrige Kapazität für das Level, und zwar bei mir ja 19.000 ungefähr. Ladegeschwindigkeit ist jetzt schon recht hoch, aber die Ladeverzögerung ist ziemlich schlecht. Aber jetzt kommt halt das Gute. Also erstmal hier unten schwebt wie ein Schmetterling voll aufgeladen, verursacht der nächste Schütze sich für Schaden durch verstärkte Schüsse. Ja, und das macht 35.245 Schaden bei mir. Und das Tolle im Schild ist, er entlädt sich nicht wie normale Schilde, die sich extra Schaden verursachen. Ja, das heißt, solange der Schild voll ist, kann man halt, solange man nicht getroffen wird, kriegt man die ganze Zeit pro Schuss 35.000, in meinem Fall 35.245 Schaden dazu. Und das ist halt echt episch. Den habe ich auch immer drin, auch wenn ich Schilder mit weit höherer Kapazität drin habe. Ich habe ihn leider nur für 49 und auch für Level 48. Ja, ich kann das mal kurz zeigen. Ja, ich habe hier wieder ein bisschen gefarmt hier. Da, ich habe da nochmal Ewigkeiten gefarmt, um noch ein Level für 48 zu bekommen, wo dann wirklich alles schlechter war. Naja, vielleicht kriegt der sich als erstes meldet, diesen vielleicht dazu, mal gucken. Weil ich brauche den nicht, ne. Ja, hier habe ich noch ein paar andere Schild, hier maximale Gesundheit hier und der hier mit den fucking overpowerten. Warum habe ich so ein scheiß Schild dabei? Naja, und den hier mit dem schönen Hohn. So, und wenn ihr diesen Schild haben wollt, müsst ihr erstmal nach Arid Nexus Boneyard, heißt das, glaube ich. Aber mein Sound ist zu laut. Und ein ganz einfacher Trick, wie man das eigentlich machen kann: Fahrzeug teleport, respawn, Fahrzeug warpen. Einfach einmal hier rumfahren. Ihr müsst dafür schon eine bestimmte Mission gemacht haben. Die kriegt man eigentlich direkt, nachdem man hier im Boneyard war. Und zwar will Mordakai dann von euch wissen. Also der sagt euch dann, dass ein Radiosender über uns Scheiße verbreitet. Und das ist diese Mission. Dann sagt er, dass hier jemand drin ist, der das wohl macht. Und das ist dieser Typ da. Von dem bekommt man dann auch The Bee, wenn man Glück hat. Ja, hier mit zwei Schüssen meiner besten Bazooka hier die Big Bada Boom. Die zeige ich euch dann im nächsten Video, wie das geht. Davon bekommt man irgendwann The Bee. Und das ist eigentlich recht cool. Ich bin jetzt aus Reaktion direkt rausgegangen, weil so farmt man halt immer rausgehen, dann wieder reingehen. Ja, und das ist eigentlich ganz einfach. Weil wirklich, es ist. Ich meine, ich habe jetzt für die beiden Schilde circa eine halbe Stunde nur gefarmt, was ja eigentlich recht wenig ist, wenn man zum Beispiel vergleicht jetzt hier mit der Conference Call, die ich euch auch noch zeigen will. Oder, ja, halt die Infinity. Ich glaube, da habe ich sogar am längsten für gelevelt. Gelevelt, gefarmt. Vor allem, weil ich auch einen Level 50er haben wollte. Ich meinte, ich hätte Glück gehabt, direkt einen Level 50er bekommen. Was in den meisten Teilen der Fall war, außer halt bei The Bee. Tja, und dann halt immer wieder Fahrzeug respawnen, Fahrzeug teleportieren, an ihm hier langfahren und direkt wieder hier aussteigen. Ja, da muss man wieder hier hochfahren. Ich schieße in der Zeit immer das Auto kaputt, weil mir langweilig ist. Und da, diese blauen Teile, die da sind. Wenn ich so schieße, das halt heißt halt, dass ich The Bee aktiviert habe. Und das macht halt verdammt, verdammt nochmal verdammt viel Schaden. Ja, jetzt einfach hier den hier haben. Ach, die Waffe zeige ich euch auch noch später. Ja, wenn ihr Glück habt, ich hab's jetzt natürlich nicht. Ich hätte mich auch stark, wenn hätte ich sie jetzt bekommen. Dann würde man die bekommen. Ja, wie gesagt, die Chance ist recht hoch. Ich würde euch gerne zeigen, wie The Bee funktioniert. Also hier, ich mach. Also sieht man nicht, wa? Ah, ich bin auch sehr intelligent. Ich bin da vielleicht. Ach, das Schild ist jetzt schon wieder voll. Ich mach pro Schuss 41.000 Schaden. Ich mache pro Schuss 17.000 Schaden. 13.000 da sogar nur. Da kann man halt sehen, wie dieser Schild dann einfach reinhaut und dein Angriff einfach verdammt nochmal um. Also zum Beispiel hier bei der Infinity ist das einfach geil, die Kombination, weil die ist ja an sich nicht so die unglaublich stärkste Waffe, aber dadurch wird das halt einfach so extrem, dass dann halt mit wenigen Schüssen schon fast alles killen kann und dann halt überall hilft. Tja. Und ist wirklich meiner Meinung nach der beste Schild im Spiel, vieler Meinung nach auch, weil man kriegt ja wirklich pro Schuss bei jeder Waffe, ist egal welche, kriegt man halt diesen Schuss dazu. Das zählt für Elementschaden natürlich nicht, also Elementschaden kriegt das nicht dazu. Weil der normale Schaden, so werden Waffen, die vielleicht auch an sich nicht so gut sind vom Angriff her, verdammt, verdammt stark. Oh, klar, Badass, oder? Ja, und das ist halt recht nützlich, ne? Boah, das ist eine meiner Lieblingswaffen. Ich bin jetzt wieder tot. Ja, Battleslauder sind einfach ein bisschen overpowered, meiner Meinung nach. Hier, selbst mit dem bei der Boom ziehe ich den fast gar nichts ab. Ah, kriege ich den noch hin? Ah, den kriege ich noch hin. Gerade so, und dabei habe ich eine richtig gute bei der Boom.
Ja, und so ist das halt, ne? So, und das wollte ich auch eigentlich auch nur zeigen. Und damit kann ich den Guide eigentlich schon beenden. Wie ich hier am Ende nochmal schön sterben werde. Oder auch nicht. Ja, am Anfang, nachdem man den gekillt hat, kommen halt immer die ganzen Roboter. Das ist halt einfach so gemacht worden, wie die Mission damit ein bisschen schwieriger wird. Oh, ist das ein Scheiß. Damit es so ein bisschen schwieriger wird. Aber an sich finde ich, ist The Bee recht einfach zu leveln und der haut einfach wirklich rein, weil. Guckt euch das an. 35.245 Schaden pro Schuss. Und das ist noch nicht mal ein Level 50er Teil. Also ich hoffe, ich konnte euch damit weiterhelfen. Als nächstes denke ich mal, werde ich mal gucken, was ich mache. Ihr könnt mir auch schreiben, was ihr sehen wollt von dem. Ich kann ja mal hier so rumzeigen. Die hier habe ich wirklich nur durch Glück bekommen. Ich habe gar nicht dafür gefahren. Ich wusste gar nicht, dass es hier gibt. Ja, hier Terramorphos mache ich noch hundertprozentig. Die mache ich auch. Die auch. Muss ich mal gucken. Hier, könnt ihr halt mal gucken. Ich kann ja mal kurz durchgehen. Die Camphorid's Call, Sledge Shotgun, die andere Infinity. Was ist das denn hier? Tech Virk. Die Maggie weiß ich auch ganz einfach. Hellfire ist eigentlich auch recht einfach. Den Skull Smasher, der ist richtig coole Sniper, aber ja, minus 36% Waffenschaden ist ja wieder schon nicht so toll. Die Mankiller, das finde ich eigentlich eher recht. Obwohl Mankiller geht sogar noch, aber hier die Duke. Die kann ich euch nicht zeigen, wie ich sie bekomme, weil ich sie von einem Freund bekommen habe. Ja, hier die Lydia, den Mankiller habe ich auch durch einen Freund bekommen. Die andere Sledge Shotgun, die habe ich auch durch einen Freund bekommen. Ich denke mal, dass die gescheatet haben, weil die sind wirklich mit 150.000 legendären Waffen rumgerannt, mit allen möglichen Elementarschaden und so weiter. Naja, das war's auch schon mit The Bee. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Bei Nachfragen so, schreibt mich einfach an. Wie gesagt, ich bin mit euch gerne auch. Steht alles unten in der Videobeschreibung. Also, bis zum nächsten Mal und ciao.